Putin entsendet Truppen in die Ostukraine. Der russische Präsident hat der Armee befohlen, in den Separatistenregionen Donetsk und Luhansk so wörtlich für die Aufrechterhaltung des Friedens zu sorgen. Zuvor hatte er die prorussischen Gebiete als unabhängige Staaten anerkannt und zugleich in Frage gestellt, ob die Ukraine ein eigenständiger Staat sei. Ukraine prangert Verletzung ihrer Souveränität an. Präsident Zelensky forderte eine deutliche und wirksame Unterstützung durch den Westen. Unterdessen feierten Menschen in Donetsk die Anerkennung der Separatistenregion durch Russland. Auf den Straßen der Stadt schwenkten sie am Abend russische Fahnen und zündeten Feuerwerkskörper. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät über Eskalation im Ukraine-Konflikt. Die Sitzung fand in der Nacht unter dem Vorsitz von Russland statt. Mehrere Mitgliedstaaten verurteilten Putins Schritt scharf. Dessen Marschbefehl sei ein Verstoß gegen die UN-Charta. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten das außerplanmäßige Zusammenkommen beantragt. Kolumbien legalisiert Abtreibungen. Das Verfassungsgericht entschied, dass sie künftig bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt sind. Die Richter gaben damit einer Klage von Frauenrechtlerinnen statt. Bislang war der Eingriff nur nach einer Vergewaltigung, bei Missbildungen des Fötus oder Gefahr für das Leben der Mutter zulässig. Suche nach Unglücksursache in Essen. Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in der Innenstadt versuchen die Behörden weiter zu ermitteln, wie das Feuer ausgebrochen ist. Es hatte gestern Morgen 35 Wohnungen zerstört. 128 Menschen sind davon betroffen. Die Brandruine ist einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Das Wetter heute zunächst teilweise freundlich, im Osten und Süden aber noch Regen und im Bergland Schneeschauer, später von Nordwesten neuer Regen, windig bei Höchstwerten von 3 bis 11 Grad.